Ehrlich und mutig werde ich berichten, was die nächsten 3 Jahre für uns bedeuten, was an Energien reinkommen. Ich werde hellseherisch gucken und euch meine Visionen mitteilen und werde natürlich auf alles eingehen, was für uns wichtig ist, auch auf die Gegenseite. Also es ist gut, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, um auch wirklich alles mitzubekommen. Wir haben eine sehr spezielle große Thematik, die sich aufbauen wird in den nächsten Jahren, beginnend schon jetzt so langsam und sich dann steigern wird. Diese Energien werden uns dazu bringen, aus alten Mustern auszubrechen. Uns werden noch mal richtig das Karma gezeigt, die alten Muster gezeigt, die wir mit uns tragen, die aber gar nicht nötig sind. Die müssen wir anschauen, um überhaupt in die Veränderung hineinzukommen. Dann gibt es noch eine spannende Änderung in unseren Sinnesorganen und es gibt noch ein ganz tolles Channeling von Erzengel Michael, welcher uns ja in uns das dritte innere Auge, das dritte Auge aktiviert und die inneren Ohren. Und das ist nämlich das ganz Neue dabei. Das wird also jetzt sich in unseren Fähigkeiten etwas verändern. Unsere physischen Augen werden wir nicht mehr so sehr brauchen. Wir werden eher das dritte Auge benötigen und dafür brauchen wir unsere spirituellen Kanäle, die sich ausbauen werden. Ich berichte auch noch von der Gegenseite und ich berichte auch noch, was es dazu braucht, um überhaupt in die fünfte Dimension zu kommen. Nämlich, und da möchte ich gleich mal weitermachen, es ist ein Prozess der Heilung. Und dieser Prozess der Heilung, der hat sich jetzt oder der wird sich verstärken in den nächsten 3 Jahren. Wir haben ja auch den Saturn in den Fischen bis 2026, den 14. Februar, der uns da begleiten wird mit seiner Energie. Und der Saturn, der rüttelt uns auch so ein bisschen auf und sagt also, dass wir anfangen sollen zu lernen, dass wir da hineingehen in diese Energie und dieses Lernen. Das hat wiederum damit zu tun, sich weiterzuentwickeln. Und wir sind ja jetzt in diesem Szenario des Wandels, auch wenn viele Menschen es gibt, die sagen, es ist gar nicht wahr, wir spüren nichts, es geschieht doch so viel auf der Welt, es ist doch so viel drunter und drüber, das ist dieser Wandel. Die Gegenseite wird immer massiver mit ihren Ideen, erst das C-Problem, jetzt das K-Problem, die steigern sich von Mal zu Mal, es wird immer schlimmer, das sind die Zeichen. Und wir werden immer intelligenter. Mit unserer spirituellen Intelligenz werden wir auch durch die geistige Welt kolossal unterstützt. Wir bekommen Unterstützung auf allen Ebenen. Und jetzt komme ich mal zu unseren physikalischen Augen und unserem dritten Auge. Denn die physischen, nicht physikalischen, das war ein Sprachfehler, die physischen Augen, das ist ja das, was wir kennen, was wir haben. Die sind nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger sind unser drittes Auge und unsere inneren Ohren. Denn das, was uns hier vorgetischt wird oder noch werden wird, diese Steigerung an Aggression, diese Steigerung an negativen Energien, denen können wir am besten entgehen, wenn wir mit unserem dritten Auge schauen und mit unseren inneren Ohren hören. Und dies wird sich weiterentwickeln. Dies wird von der geistigen Welt immens dazu benutzt, um uns ja zu schützen, damit wir sofort erkennen, was los ist. Und viele Menschen haben ja schon gelernt aus den letzten 3 Jahren, aber viele müssen es noch lernen, was das zu bedeuten hat. Und dafür sind diese Entwicklungen da, diese geistige Unterstützung in unseren spirituellen Stärken. Und diese Kraft wird sich dann in uns bilden. Also eine ganz große, enorme spirituelle Kraft wird sich bilden. Und das alles, was jetzt geschieht in den nächsten Jahren, ist ein Prozess der Heilung. Denn je mehr wir geheilt sind, umso
leichter werden wir in die 5D hineinkommen. Also je mehr wir in uns geheilt haben, umso einfacher wird es sein. Und da erinnere ich mich jetzt gerade an unser wundervolles Heilerseminar am Wochenende in Marburg. Das war so phänomenal. Dort wurden Menschen geheilt, die haben schlecht gesehen, die konnten am nächsten Tag wieder sehen. Meine Augen sind besser geworden. Ich kann klarer sehen. Oh. Danke, Monika. Mirjana, ich bin wirklich. Dort wurden Menschen geheilt, die hatten diese Neurodermitis, das war fast weg. Das ist ein Heilprozess, der da begonnen hat, der sich weiter fortsetzen wird. Wer sich dafür interessiert, die Aufzeichnung anzuschauen, unter dem Video ist der Link. Also es ist so wertvoll, welche Energien und Techniken wir da übertragen bekamen, die wir ganz einfach nutzen konnten. Und das, was ich an Botschaften von der geistigen Welt bekomme, das sind ja Techniken, die ganz einfach sind, die jeder kann. Man braucht dafür keine Vorkenntnisse zu haben, sondern man kann es einfach, ganz einfach dann nutzen. Und das habe ich dort vermittelt. Und ich kann euch sagen, am Ende der 2 Tage ist jeder mit einem strahlenden Gesicht hinausgegangen. Und das war so eine Freude zu sehen, wie die persönliche Heilung bei jedem geholfen hat. Und das ist eben das Wichtige, dass wir ganz viel in uns in die Heilung bringen, um dann leichter es leichter zu haben, denn unsere Energien sind ja dann frei und unsere Kraft ist frei, um uns um das Neue zu kümmern. Denn wir sind ja hier, um diesen Durchbruch zu schaffen, den Durchbruch in die neue, andere Welt, in diese Welt, die wir uns so gerne wünschen. Und die dunkle Seite, die ist ja wirklich sehr erfinderisch. Aber wir auch, wir sind auch erfinderisch im Sinne des Lichtes, im Sinne der Liebe. Und das ist einfach etwas, was unser Potenzial kolossal herausfordert. Und es gibt auch einen Kurs von uns, erkenne oder komme in dein ganzes Potenzial. Und das ist so wichtig in dieser Zeit. Wer sich dafür interessiert, auch da habe ich den Link unter das Video gemacht. Komme in dein komplettes Potenzial, komme in deine Kraft. Das ist eine 11-Module-Challenge, wo du geführt wirst, aufgebaut wirst, wirklich in deine Kraft zu kommen. Denn das ist es, was wir brauchen. Es wird so viel im Außen geschehen. Leider, leider kann ich jetzt ganz ehrlich gesagt nichts Positives sagen. Es wird eine herausfordernde Zeit für uns sein. Und in dieser Zeit brauchen wir unsere Kraft und wir brauchen unser Potenzial, um gut hindurchzukommen. Und die Botschaft von Erzengel Michael, die ihr am Ende dieses Videos hören werdet, die baut uns sowas von auf und die gibt uns so diese Kraft, einfach ja wirklich gut durch diese Zeit hindurchzukommen. Und wichtig ist es, das sagt die geistige Welt immer, dass wir uns nicht vom Weg abbringen lassen sollen, dass wir auf diesem Weg bleiben. Und ich werde noch mehr Videos machen mit immer wieder neuen Informationen. Deswegen, wenn du das alles wissen möchtest, wäre es gut, wenn du meinen Kanal gleich abonnierst, damit du diese Informationen auch bekommst und weißt, wie es weitergeht. Also, heftige 3 Jahre erwarten uns. Aber es sind die 3 Jahre mit der Gelegenheit, alles zu ändern. Auch wenn wir durch schwierige Situationen hindurch müssen, sind wir von der geistigen Welt geschützt und unterstützt. Und das ist der Punkt. Wir sind einfach geschützt und unterstützt. Und deswegen werden wir das gut machen. Wir werden es gut machen und wir sollen nicht uns in die Verzweiflung bringen, sagt die geistige Welt. Es wird sich altes Karma zeigen. Und dieses alte Karma, das sich zeigt, ist im ersten Moment nicht so schön. Es wird uns sehr belasten. Aber letztendlich ist auch das ein Zeichen der Lösung, der Heilung, der Hilfe. Denn wenn wir es schaffen, innerhalb diesen 3 Jahren so viel wie möglich von diesen Karma-Strukturen uns zu befreien, umso besser wird es sein für die ganze Erde, für alle Menschen. Denn überlege, wenn ein Mensch geheilt ist, tut es der Erde gut, tut es jedem Menschen gut. Das ist dieses große Resonanzfeld. Und so ist es also letztendlich
eine gute Zeit, auch wenn es sie schwer zu durchgehen ist. Es ist eine gute Zeit, die uns in die positiven Energien bringt, die uns weiterführen. Fakt ist, dass wir durch die Dinge, die so geschehen, immer mehr getriggert werden werden. Und dieses getriggert werden, das kann sein, dass dadurch auch Streitsituationen entstehen im Kleinen sowie auch im Großen, ja. Und manchmal spreche ich auch durch die Blume. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist einfach wichtig, dass wir uns auf unsere spirituellen Prozesse konzentrieren und auf die Seele, auf die Seelenweisheit. Denn je mehr wir uns mit unserer Seele verbinden, in unserer Seelenenergie hineinkommen, umso weniger Ego haben wir, umso weniger Streit gibt es. Das ist einfach der Punkt. Und das müssen wir oder sollten wir für uns immer wieder beachten. Und das ist der Weg, den wir gehen. Einfach den Weg der Liebe gehen. Ich weiß, das ist einfach gesagt. Aber wenn wir den Weg der Liebe gehen, haben wir Ursache und Wirkung. Dann wird uns die Liebe begegnen. Wenn wir, so wie manche Menschen in diese Energie der Verzweiflung gehen oder die anderen Menschen, die sagen, ach, es passiert ja gar nichts, es ist ja kein Aufstieg, es ist gar nichts, ihr habt alle nicht recht. Die übersehen das, was alles geschieht, das ganze C und das ganze K, was hier geschieht, das ist ein Zeichen des großen Wandels. Und je mehr wir in unserem Herzen bleiben, je mehr wir mit unserer Seele verbunden sind, umso leichter werden wir das schaffen, durch diese Zeit hindurchzukommen. Und letztendlich ist diese Zeit eine Möglichkeit für Weiterentwicklung und Wachstum. Wenn wir darauf unseren Fokus richten, für Weiterentwicklung und Wachstum, dann kommen wir da auch gut durch. Dass wir die Herausforderungen, die geschehen werden, gerade die Herausforderung durch K. In Deutschland wird es kein K geben, aber die Gegenseite versucht alles, dass es das gibt. Und da wird es viel hin und her geben. Und es werden auch Situationen entstehen, die wirklich nicht leicht sind. Aber dennoch oder umso mehr sollten wir in unserer Seele sein, in unserer Seelenweisheit und in der Liebe zu Gott. Vergesst bitte niemals das Gebet zu Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dadurch, durch dieses Gebet zu Gott werden wir auch den Weg in die neue Dimension finden. Und das ist das Wichtigste, was ihr euch bitte merken solltet. Also, die nächsten 3 Jahre werden wir ein vertieftes Verständnis für unsere Spiritualität bekommen. Wir werden eine erhöhte Intuition und Empathie bekommen. Und das macht das Zusammenleben der Menschen einfach wertvoll und wertet alles auf. Wir werden in der Lage sein, unsere Ziele und Prioritäten anders zu setzen und zu klären. Der Saturn ist ein Planet der Disziplin und des Lernens und der beschäftigt uns oder der bringt seine Energien die nächsten 3 Jahre zu uns. Des Lernens. Ja, und der Disziplin. Das heißt, wir lernen aus den Erfahrungen und wir ordnen uns dann neu und setzen andere Ziele. Wir überwinden die Herausforderungen, die uns entgegenstehen. Wir überwinden sie. Dafür ist die Saturnkraft da. Und das ist der Funke der Hoffnung, der uns tragen wird und der uns alle verbindet in der Liebe, in der ganz tiefen Liebe, so wie wir verbunden sind. Und ja, das möchte ich euch alles gerne mit auf den Weg geben. Bleibt in eurem Herzen und seid dankbar für diese Zeit, in der wir alle inkarniert sind, um zusammenzuhelfen, dass es besser wird, dass wir in dieses Schöne hineinkommen und es wird so wunderschön werden. Und jetzt freue ich mich auf die Botschaft von Erzengel Michael und er hat mir gesagt, er wird, währenddessen er die Worte spricht, wird unser drittes Auge aktiviert und unsere inneren Ohren aktiviert. Während er spricht, schwingen die Energien zu euch und von daher wünsche ich euch allen ganz viel Freude jetzt dabei. Es wird sehr schön werden. Und wir werden das Video auch
die Musik im Video dann noch ein bisschen nachlaufen lassen, sodass ihr die Möglichkeit habt, noch weiter in der Schwingung zu bleiben. Und aus diesem Grunde verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Ich wünsche euch ein wunderschönes Erlebnis mit Erzengel Michael und wir sehen und hören uns zum nächsten Video. Alles Liebe! Geliebte Herzensmenschen der Erde, geliebte lichtvolle Seelen, mit dem Segen des Lichtes beschreite ich diesen Raum und breite meine Arme aus, um dich zu empfangen. Ich bin Erzengel Michael und ich trage die Klarheit und die Kraft der Reinigung in mir. Und so bin ich gekommen, um dir beizustehen und um dir zu sagen, fürchte dich nicht, denn alles führt zu einem wunderschönen, wunderschönen Neuen. Und du hast inkarniert, um dies zu ermöglichen. Und so bist du sehr, sehr wichtig. Damit dies alles leichter für dich geht in dieser Zeit, werde ich nun die Kräfte der Reinigung zu dir senden. Ich werde dir einen goldenen Ball der Reinigung übergeben, den du für dich nutzen mögest. Und wenn du bereit bist, nimm diesen großen, schönen Reinigungskristall entgegen und lass seine Energie durch deine Aura hindurch fließen. Es ist wie ein Bad. Ein reinigendes Bad der Entspannung, der Reinigung der Sinne, Reinigung deiner Sinne, die Öffnung deines dritten Auges und deiner dritten Ohren, die Verbindung zu deiner Seele. Es werden die Kanäle gereinigt. Die inneren Kanäle, die die Verbindung herstellen zu den spirituellen Sinnesorganen, die jetzt in dir aktiviert werden. Es ist mir eine große Freude, dies zu sehen und dies zu fühlen, dich dabei zu spüren. Und ich helfe, die Energien so zu lenken, dass sie zu deinem höchsten Wohle wirken. Und so fließt die Energie in deinem Energiekörper, in deiner Aura, genau an die Stellen, die wichtig sind. Und so nimm dir jetzt ein wenig Zeit, um dies zu genießen. Ich halte dich in meinen Armen. Und so ist es geschehen. Es ist im allerhöchsten Wohle für dich geschehen, so wie es gut und richtig ist. Ich habe dein Vertrauen gestärkt, deine innere Liebe berührt, dein Herz geöffnet, um dir zu sagen, egal was im Außen passiert, das, was du in deinem Herzen trägst, das kann dir niemand nehmen. Das, was du in deinem Herzen trägst, das ist die Liebe, das Licht. Und so schaue ich dich mit großer Freude an, denn ich sehe, dass meine Worte sehr viel bewirkt haben. Gesegnet ist dein Licht. Kraftvoll und stark wirst du durch diese Zeit hindurchgehen. Und völlig egal, was geschieht, es wird sich für dich dennoch zum Guten wenden, denn du bist bereit,
in die neue Dimension hineinzugehen. Deine Seele hat dich hierher geführt, um dir den Impuls zu geben, deinen Weg weiterzugehen. Und so verabschiede ich mich von dir in großer Freude mit dem Segen des Lichtes, der dich noch einmal berühren wird. Dein Erzengel Michael.